Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich bin gebeten worden, zu schildern, was der wichtigste Kittelbrennfaktor, so nenne ich das, für Unternehmen der Zukunft ist. Kittelbrennfaktor heißt auf einer Skala von 0 bis 100, was hat die höchste Bedeutung? Das war über lange Jahre, war es das Thema Kunde. Jetzt hat sich das geändert. Jetzt ist es der Mitarbeiter. Unternehmen wachsen nicht mehr, weil sie nicht mehr genügend Mitarbeiter bekommen und sie nicht mehr halten können. Deswegen ist es existenziell jetzt, einen völlig anderen Umgang mit Mitarbeitern in Unternehmen nicht nur zu diskutieren, sondern auch umzusetzen. Wir haben eine eigene Lehre, die heißt Clienting. Wir stellen den individuellen Kunden bis jetzt in den Mittelpunkt und bauen die Beziehung zu ihm auf. Genau diese Grundidee übertragen wir auf Unternehmen, weil es geht dieses Mal um den individuellen Mitarbeiter und eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Weil Tatsache ist eines, die motiviertesten Mitarbeiter sind deshalb motiviert, weil sie eine Beziehung zu ihren direkten Kollegen und Chefs haben. Etwas, was in den meisten Unternehmen völlig übersehen wird. Frage an Sie, haben Sie ein Customer Relationship Management, ein Kundenbeziehungsmanagement? Haben Sie sicher. Haben Sie ein Mitarbeiterbeziehungsmanagement? Das ist unsere Herausforderung jetzt. Legen Sie los.